was für ein Fußball natürlich jetzt gespielt wird hier bei dieser Weltmeisterschaft. Es geht ja nicht nur darum, bei diesem Turnier möglichst weit zu kommen, sondern auch Sebastian sein Land zu repräsentieren. Ganz genau, das ist ja für viele auch entscheidend. Das macht viele auch stolz und das ist völlig zu Recht. Das ist eine Auswahl, eine Fußballelite, die wir da jetzt sehen. Und das ist für alle natürlich ein ganz, ganz großer Moment. Aber ganz sicher. Ja, das macht er gut und so weiter. Der erste Treffer, das 1:0. Ja, könnte jetzt flanken. Und er setzt sich durch im Zweikampf. Ja, da gibt es die Reaktion von den Tribünen. Er läuft auf das Tor zu. Das sieht eigentlich gut aus. Gutes Stück vorbei. Fans freuen sich über solche Abwehraktionen. Gutes Zweikampfverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Ruiz. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ruiz. Flanke. Und mit solchen Flankenbällen kannst du natürlich keine Abwehr aus den Angeln heben. Hasebe, Freistoß. Ja, das gibt Abstoß. Borges, Ruiz. Fans erwarten einen Flankenball. So, die Abwehr ist zur Stelle. Ja, aus dem Dribbling ist nicht viel geworden, aber da müssen wir auch natürlich die Abwehrarbeit loben. Im Aus, hat einen Einwurf zur Folge. Nakamura. Ruiz. Saborio. Okubo. Borges. Ruiz. Es wird kritisch. Nakamura. Und so unterbindet man das Angriffsspiel des Gegners. Ja, und jetzt müssen sie ganz von vorne anfangen. Es ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ruiz. Ja, der Ball kommt von der Außenposition rein. Sprechen wir ein bisschen über die Arena hier in Durban, über das Durban Stadium und ja, das ist schon beeindruckend hier, oder? Ja, absolut. Also eines von drei Stadien, Tom, das von einem deutschen Architektenteam entworfen wurde. Es gibt diesen riesigen Bogen, da führt sogar eine Seilbahn rauf. Und wenn man da oben steht, da hat man eine ganz tolle Aussicht. Logisch, Freistoß ist die Folge. Kugel fliegt ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Hasebe. Nakamura. Ja, so verhält man sich als Abwehrspieler. Er kommt an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Okubo. Ja, weg ist er. Ja, gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Sieht gut aus, wie er den Ball da mit der Hacke verarbeitet.
super zuspielen. Das hat er gut eingeschätzt. Ja, auch das nennt man mitspielen, vorausschauend agieren. Borges. Saborio. Ganz faire Aktion war das. Okubo. Ja, genau in die Mitte gespielt der Ball. Foul, dafür gibt es Freistoß. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Achtung, Flanke in den Strafraum. Souverän, wie er sich den Flankenball darunter pflückt. Aber der Abwehrspieler war rechtzeitig zur Stelle. Borges. Ruiz. Da kommt die Flanke. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, wann dann? Also die Möglichkeit zum Ausgleich lässt er ungenutzt, schade. Hasebe. Nakamura. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und da gibt es kein Vorbei, kein Durchkommen in dieser Situation. Borges. Nakamura. Okubo. Saborio. Ah, er versucht. Er kann den Ball nicht festhalten. Zu sehen, wo er einwirft, also wenn er weit werfen kann. Ja, die Flanke landet in der Abwehr. Borges, der wollte da das Dribbling ansetzen, aber der Stürmer verliert den Zweikampf. Ecke für Costa Rica. Vorsicht, Kopfball. Ja, toller Pass. Abwehr steht goldrichtig. Borges. Ja, zur Pause müssen wir feststellen, es ist eine knappe Führung da von 1:0, aber natürlich ist noch gar nichts entschieden. Ja. So, Schiedsrichter schaut nochmal, alle da, Ball liegt auch bereit, auf geht's in die zweite Halbzeit. Toll, und der ist drin, Ausgleichstreffer, und damit geht hier quasi alles wieder von vorne los. Dazwischen gegangen, hat den Angriff unterbunden. Erstmal geklärt. Saborio. Und Hugo. Ja, schwupp, hat er den Ball. Gute Aktion vom Verteidiger. Saborio. Und jetzt steht eigentlich dem Tor nur noch der Keeper im Weg. Der Ball ist im Tor aus, Ecke. Kopfball. Ecke für Costa Rica. Und Eckball gibt's.
Ja, da kam er keinen Augenblick zu spät, um die Gefahr zu bannen. Ja, er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Und nochmal geht's durch die Mitte. Ja, da kommt kein Pfiff. Ja, kein Pfiff, aber er denkt sich auch, ich lasse das Spiel einfach mal laufen. Gut so. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ja, da loben wir mal den Abwehrspieler. Saborio. Ja, was für ein Tor. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Trainer reagiert. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn der hat ja schon 2 Tore erzielt. Wie er da das Aufbauspiel des Gegners unterbindet. Ball war kurz frei, jetzt ist er wieder weg. Ja, sie versuchen es wieder durch die Mitte. Hasebe. Nakamura. Gute Abwehr. Und der lässt sich da nicht abdrängen. Saborio. Okubo. Und der kommt genau an. Borges. Okubo. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hoch konzentriert. Nakamura. Ja, das sieht gut aus. Klasse. Ja, wenn das kein Freistoß war, und das sieht der Schiedsrichter genauso. Ja, wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Es geht nicht viel zusammen. Sie liegen immer noch hinten. Und vielleicht ist es hier. Und mit dem Treffer hat er jetzt den Ausgleich erzielt. Ja, für Freistöße haben sie Spezialisten. Ja, ganz genau. Der Mann macht das hier mit einer Eleganz, mit einer Klasse. Das ist schon herausragend. Und jetzt ist alles wieder drin in der Partie. Abwehrspieler hat dem Stürmer den Ball abgenutzt. Hasebe. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Nakamura. Hasebe. Jetzt kommt die Flanke nach innen und sowas nennt man Strafraumbeherrschung. Saborio. Und jetzt hat er nur noch den Torhüter vor sich. Nee, nee, ein Punkt ist zu wenig. Sie wollen hier gewinnen. Da verliert er den Zweikampf mit dem Torhüter und die Chance ist vorbei. So, nochmal eine Auswechslung, die der Trainer hier vornimmt. Will nochmal taktisch ein bisschen was abändern. Ja, den holt er sich, oder Sebastian? Ja, ganz sicher. Gutes Stellungsspiel. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Nakamura. Ja, oder so rechtzeitig noch da, der Torhüter. Ja, es war ganz knapp, aber hat toll aufgepasst. Stark, wie sich der Abwehrspieler da den Ball erkämpft. Also den hätte er auch mit verbundenen Augen abgewehrt. Ecke für Costa Rica. Es wird nochmal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Der Pass war gut. Nur noch 5 Minuten und es steht immer noch unentschieden. Sieht gut aus. 3 Minuten bis zum Abpfiff. Und keiner will hier mit einem Unentschieden vom Platz. Sie wollen beide noch den Sieg. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Super Pass.
Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. Und jetzt ab ins Tor. Toll, Ball ist noch heiß. Und der geht rein. Der ist drin. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Und ganz wichtiges Tor, das er jetzt gemacht hat. Ein ganz wichtiges Tor. Und damit erzwingt er zumindest mal die Vorentscheidung. Da sehen Sie sich diesen Freudentaumel an, meine Damen und Herren. Die Fans sind ja völlig aus dem Häuschen. Tor in Buchstaben. War eine knappe Angelegenheit heute und die Partie endet 3:2. Ja, die Spieler sind zufrieden, aber der Trainer kann auch zufrieden sein, denn er hat seine Mannschaft anscheinend genau richtig eingestellt.